Ich werde leben. Aber sie mussten länger als eine Woche warten, denn es folgten ein paar windige Tage und Colin kämpfte gegen eine Erkältung an. Die beiden Hindernisse hätten ihn zweifellos in schlechte Laune versetzt, wenn es nicht so vieles gegeben hätte, was sorgfältig geplant werden musste. Dickon kam jeden Tag, wenn auch manchmal nur zu einem kurzen Besuch, und erzählte, was sich im Moor auf den Wegen, in den Hecken und am Rande des Moortümpels ereignete. Was er zu erzählen wusste von Ottern und Bibern und Wasserratten, von den Vogelnestern, den Feldmäusen und ihren Höhlen, Löchern und Bauten, war überaus aufregend. Am aufregendsten war es natürlich, auszutüfteln, wie Colin von den Erwachsenen unbemerkt in den verbotenen Garten gebracht werden konnte. Niemand durfte den Rollstuhl mit den Blicken verfolgen, wenn Dickon und Mary ihn um eine bestimmte Ecke herumgeschoben hatten. Sie würden ihn dann an den Efeumauern entlangfahren. Dabei durften sie nicht mehr beobachtet werden. Im Lauf der folgenden Tage verfiel Colin auf die Idee, dass die Efeumauern zum Zauber ihres Geheimnisses gehörten. Niemand sollte sie dort sehen, niemand durfte ahnen, dass sie ein Geheimnis hatten. Sie führten ausgiebige Gespräche über den Weg, den sie einschlagen wollten. Sie würden um den Springbrunnen spazieren und tun, als bewunderten sie die Blumenbeete, die Mr. Roach, der Obergärtner, angelegt hatte. Das würde so selbstverständlich aussehen, dass wohl kein Mensch auf den Gedanken kam, etwas Geheimnisvolles zu wittern. Ihre Pläne erschienen ihnen ebenso kompliziert wie die Aufmarschpläne berühmter Generäle im Krieg. Gerüchte über seltsame Dinge, die im Krankenzimmer vorgingen, drangen bis in das Dienerzimmer und von dort in die Ställe und zu den Gärtnern. Trotzdem war Übergärtner Roach überrascht, als ihm eines Tages mitgeteilt würde, er möge sich ins Krankenzimmer begeben. Mr. Roach ging nicht ohne Neugier ins Haus. Er hatte den Jungen nie gesehen, aber eine Menge aufregender Geschichten über ihn gehört. »Die Dinge in diesem Haus verändern sich, Mr. Roach«, sagte Mrs. Medlock, als sie ihn die Hintertreppe hinauf zum Korridor führte, an dem das geheimnisvolle Zimmer lag. »Hoffen wir, dass Sie sich zum Besseren wandeln, Mrs. Medlock«, antwortete er. »Eine Wandlung zum Schlimmeren wäre auch gar nicht mehr möglich gewesen«, fuhr sie fort. »Seien Sie aber nicht überrascht, wenn Sie sich plötzlich mitten in einer Tierschau befinden. Marthas Bruder Dickon scheint da oben das Kommando übernommen zu haben.« Dickon schien, wie Mary fest glaubte, tatsächlich eine Art Zauberer zu sein. Als Mr. Roach jetzt seinen Namen hörte, lächelte er. »Dickon wäre sogar im Buckingham-Palast zu Hause oder auch auf der untersten Sohle eines Kohlenbergwerkes. Dabei ist er einfach und bescheiden, ein großartiger Bursche.« Dennoch war es gut, dass er rechtzeitig aufgeklärt worden war. Doch als die Schlafzimmertür geöffnet wurde, flog eine Krähe mit lautem »Kra, kra« auf den Gast zu, und trotz Mrs. Medlocks Warnung konnte sich Mr. Roach nur durch einen Sprung rückwärts vor einem Zusammenstoß mit dem Vogel retten. Der junge Raya lag weder im Bett noch auf dem Sofa. Er saß in einem Sessel. Ein kleines Lamm stand neben ihm und wedelte mit dem Schwanz, wie Lämmer es immer tun, wenn sie gefüttert werden. Dickon kniete neben ihm und fütterte es mit einer Babyflasche. Ein Eichhörnchen saß auf Dickons gebeugtem Rücken und knackte eine Nuss. Das kleine Mädchen aus Indien kauerte auf einer Fußbank und schaute zu. »Hier ist Mr. Roach, Master Colin«, sagte Mrs. Medlock. Der junge Raya wandte sich dem Eintretenden zu und musterte seinen Diener von oben bis unten. »Du bist also Roach, wie?« sagte er. »Ich habe nach dir geschickt, um dir ein paar wichtige Befehle zu erteilen.« »Sehr wohl, Sir«, sagte Mr. Roach höflich. »Heute Nachmittag fahre ich mit meinem Rollstuhl aus. Falls die frische Luft mir gut tut, gehe ich von nun an jeden Tag in die Gärten. Wenn ich draußen bin, will ich keinen Gärtner sehen, jedenfalls nicht in der Nähe der großen Mauer. Ich werde um 2 Uhr ausgehen und alle Leute müssen sich fernhalten, bis ich die Nachricht durchgebe, dass sie wieder an ihre Arbeit gehen können.« »Sehr wohl, Sir«, antwortete Mr. Roach. »Mary«, sagte Colin zu dem Mädchen gewendet, »wie war doch der Satz, den Sie in Indien sagen, wenn eine Unterredung zu Ende ist?« »Du sagst, ich gestatte dir, dich zu entfernen.« »Ich gestatte dir, dich zu entfernen, Roach«, sagte Colin. »Aber merke dir, dies ist ein wichtiger Auftrag.« »Sehr wohl, Sir, ich danke Ihnen, Sir«, sagte Mr. Roach, und Miss Medlock geleitete ihn aus dem Zimmer. Da Mr. Roach ein gutherziger Mann war, lächelte er nur vor sich hin. »Auf mein Wort«, sagte er,
Er hat die Manieren eines Lords, nicht wahr? Man könnte meinen, er vereine in einer Person die gesamte königliche Familie. Nun, sagte Mrs. Medlock, seit er Füße hat, trampelt er auf uns herum. Er bildet sich ein, dafür seien wir da. Aber vielleicht überwindet er das, wenn er am Leben und das Kind aus Indien in seiner Nähe bleibt. Im Krankenzimmer schaute Colin seine Freunde an. Jetzt ist alles sicher, sagte er, und heute Nachmittag werde ich ihn sehen. Dickon kehrte mit seinen Tieren in den Garten zurück. Mary blieb bei Colin. Er sah nicht müde aus, aber er war sehr still, während er mit seiner Cousine zu Mittag aß. »Was für große Augen du hast, Colin«, sagte Mary. »Wenn du nachdenkst, werden sie so groß wie Untertassen. Woran denkst du eigentlich?« »Ich kann nicht anders. Ich muss immer dran denken, wie er wohl sein wird«, antwortete er. »Der Garten?«, fragte Mary. »Der Frühling. Ich überlege gerade, dass ich ihn eigentlich noch nie erlebt habe. Ich bin selten ausgegangen, und wenn ich draußen war, habe ich nie drauf geachtet.« »In Indien habe ich den Frühling auch nicht erlebt. Da gibt es keinen.« Wenig später machte die Krankenschwester Colin bereit. Sie bemerkte, dass er diesmal nicht einfach da lag und sich nicht wie ein toter Klotz die Kleider anziehen ließ. Im Gegenteil, er setzte sich auf und versuchte selbst mit anzupacken. Und die ganze Zeit plauderte und lachte er mit Mary. »Er hat einen guten Tag«, sagte sie zu Dr. Craven, der eben nach seinem Patienten sehen wollte. »Er ist so gut aufgelegt, dass er sich gesünder fühlt als sonst.« »Ich komme später am Nachmittag noch einmal vorbei, wenn er wieder im Haus ist. Ich muss wissen, wie ihm das Ausgehen bekommt. Lieber wäre mir schon«, fügte er leise hinzu, »wenn Sie dabei sein können. Aber schön, wir wollen das Experiment wagen. Dickon Swerby ist ein Junge, dem ich sogar ein neugeborenes Kind anvertrauen würde.« Der stärkste Diener trug Colin die Treppe hinunter und setzte ihn in seinen Rollstuhl, neben dem Dickon schon wartend stand. Nachdem der Diener Kissen und Decken zurechtgelegt hatte, hob unser Reiher die Hand. Damit waren Diener und Pflegerin entlassen. »Ihr habt meine Erlaubnis, euch zu entfernen«, sagte er, und beide verschwanden schnell. Dickon schob den Rollstuhl langsam und vorsichtig die Auffahrt entlang. Mary ging an seiner Seite. Colin hob den Blick. Der Himmel wölbte sich hoch über ihm, der Wind wehte in sanften Wellen vom Moor herüber und brachte einen herbstsüßen Duft mit. Colin dehnte seine schwache Brust, um ihn einzuatmen. »So viel Gesang und Gesumme«, sagte er. »Was ist das für ein Duft, den der Wind herüberträgt?« »Das ist der Geruch vom Ginster. Der blüht jetzt«, antwortete Dickon. »Die Bienen werden heute ihren Spaß dran haben.« Kein menschliches Wesen war auf den Gartenwegen zu sehen. Jeder Gärtner und Gärtnerbursche hatte den Befehl bekommen, sich fernzuhalten. Die Kinder gingen geduckt am Gebüsch vorbei, um den Springbrunnen herum und machten unnötige Wege, um ihr Geheimnis zu verschleiern. Als sie zuletzt in den großen Weg einbogen und den Efeu an der Mauer erblickten, wurden sie ganz aufgeregt. Sie wussten eigentlich selbst nicht, warum sie plötzlich nur noch zu flüstern wagten. »Hier ist es«, hauchte Mary. »Hier bin ich allein auf und abgegangen und habe gesucht und gesucht.« »Hier, sagst du?« rief Colin und suchte die mit Efeu bewachsene Mauer mit den Augen ab. »Ich sehe nichts«, flüsterte er. »Da ist kein Tor.« »Das dachte ich auch«, flüsterte Mary zurück. Tiefe Stille folgte. Die Räder des Rollstuhls drehten sich lautlos. »Dort ist der Garten, wo Ben Weatherstaff arbeitete«, sagte Mary. »Aha«, nickte Colin. Ein paar Meter weiter flüsterte Mary. »Hier ist die Stelle, wo das Rotkehlchen auf die Mauer flog.« »Wirklich? Ach, ich hätte so gern, wenn Robin jetzt käme.« »Und dort?« sagte Mary freudig und zeigte auf eine Stelle unter einem Fliederbusch. »Dort hockte er auf dem kleinen Erdhaufen und zeigte mir den Schlüssel.« Colin regte sich. »Wo, wo?« rief er. Dickon hielt an. »Und hier?« fuhr Mary fort, nah an die Mauer tretend. »Hier ist die Stelle an der Mauer, zu der er mich hinlockte. Und dies ist die Efeuranke, die der Wind zur Seite fegte.« Sie hob den Efeuvorhang hoch. »Oh, wahrhaftig!« keuchte Colin. »Und hier ist die Klinke. Und da ist das Tor. Dickon, fahr näher ran. Fahr durch das Tor. Schnell!« Dickon tat es mit ruhigem, sicherem Griff. Colin fiel in seine Kissen zurück. Er atmete erregt und bedeckte die Augen mit den Händen, bis sie wirklich im Garten waren. Der Rollstuhl stand still. Der Augenblick der Verzauberung war da. Das Tor fiel hinter ihnen ins Schloss. Colin nahm die Hände von den Augen und schaute unverwandt,
wie Dickon und Mary es getan hatten. Die warme Sonne legte sich auf sein Gesicht. Atemlos blickten Mary und Dickon ihn an. Er sah verändert und eigenartig aus. Ein rosiger Hauch färbte sein Gesicht, das sonst elfenbeinern und fahl war. »Ich werde leben! Ich werde gesund werden!« rief er. »Mary, Dickon, ich werde ewig leben!«